Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge auf dieser Karte. Letzte Folge haben wir die ersten 5 Runden gespielt, haben schon 2 Sterne bekommen, also nicht wir, sondern unsere Gegner natürlich. Und ja, ich hoffe, dass das Problem, was ich letzte Folge angesprochen habe, mit dem Hall auf dem Game Sound weg ist. Wenn nicht, dann muss ich echt OBS löschen und nochmal neu runterladen, aber naja. Jetzt machen wir weiter. So, meine 1. Willst du mich verarschen, oder wie würfel ich denn gerade? Ich krieg wenigstens Items. Goldröhre. Schade. Verbündeten-Telefon. Uhu, holt sich jetzt den Stern. Und wo ist der Stern jetzt als nächstes? Er macht sich wahrscheinlich sicher, dass wenn er jetzt den Würfel nutzt und -2... Okay. Ich verstehe jetzt nicht, warum er den Pilz einsetzt. Will er auf der Insel bleiben? Okay, jetzt hat Bohu 2 Sterne. Okay. Ich hoffe, dass jetzt auf unserer Insel landet, der Stern. Weil auf unserer Insel ist auch Lakito. Mit einer 50-50 Chance. Das heißt, wir könnten da... Klar. Geht jetzt rüber zu Shy Guy. Alter, jetzt kriegen die Leute, die Sterne haben, noch einen Stern hinten reingedrückt, oder wie? What the fuck? Jetzt kriegt er tatsächlich seinen nächsten Stern. Willst du mich verarschen? Hä? Okay, jetzt verstehe ich gerade gar nichts mehr. Warum hast du nur 2? Ich dachte, du gehst jetzt ganz safe zum Stern. Du verlierst doch jetzt 3 Münzen. Was ist dem seine Überlegung? Ich hinterfrag's nicht. Ich frag einfach nicht nach, ne? So, eine 2. Du gehst nach drüben, oder? Ja, weil du nicht aufs Pechfeld willst. Oh, ich hätte ja keine Ahnung, dass sich hier ein Mega-Blooper herumtreibt. Überquerung der Brücke ist nicht einfach. Nicht ungefährlich. Irgendwie sowas, das war zu schnell weg. Schon wieder ein 1 vs. 3 Minispiel. Das ist irgendwie in diesem Game der Hauptgrund. Hauptminigame. So. Und nach vorne wieder das hier. So. So. Zurückgehen. Ende. Wenn wir jetzt nicht gewonnen haben, ne, dann weiß ich auch nicht. Wir haben wieder gewonnen. Passt. Passt. Kriegen wir erstmal wieder 10 Münzen drauf. Okay. Jetzt sind wir Runde 8. Oder sind wir 7? Wir sind 7. 7 sind wir erst. Ja. Aber naja. Holen wir uns erstmal einen Verbündeten. Wen kriegen wir denn? Luigi! Okay. Ja, okay. Gut, und jetzt normal würfeln. 4. Was kriegen wir insgesamt? 6. Ich bleibe auf der Insel. Weil erstens da oben Lakito ist. Komm, die Goldröhre hätte es geschmeckt. Und weil...
ich den Stern sowieso nicht krieg. So. 5. Ereignis, what the fuck geht jetzt hier ab? Okay. Wer immer die zweite Kerze zündet, kriegt irgendwas oder es passiert irgendwas mit dem. Warum ich? Ich bin doch nur auf dieser Insel unterwegs. Also manchmal verstehe ich die KI nicht hier im Game, ne? Anstatt den ersten Platz runterzuschrauben. So. Ich will keine 1 oder 3. Gott, du hast eine 6 gewürfelt. Kriegst du... Eine Goldröhre kriegst du reingeschoben. Willst du mich verarschen? Ich versuche die ganze Zeit die Goldröhre zu kriegen und dann kommt Goomba daher und schafft's First Try. Ja, und die 1 vs. 3 Minispiele sind hier auf der Map... Normal, okay. X im Sinn, okay. Ach du Kacke, das ist ja die Frage. Kacke und auswählen. Alles merken. Sieh genau hin. Apfel, Apfel, Zitrone, Apfel, Toad. Zitrone hat er tragen. Komm schon, Gumbo hier rüber. Es hat keiner eine Ananas getragen. Die richtige Antwort lautet Zitrone. Perfekt. Sieh genau hin, Runde 2. Birne, Zitrone, Apfel. Ach du Scheiße. 6. War noch 6 zu sehen. Hoffe ich zumindest. Bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Scheiße. Jetzt kann sich nur noch Uhu unseren Sieg holen. Apfel, Toad, Apfel, Toad. Jetzt habe ich schon wieder verkackt. Einer. Ich warte 2. Mal schauen, wer besser ist, KI oder Mensch. Einer. Wusste ich doch. Einer hat nichts getragen. Der Minispielstern wird wahrscheinlich nicht mir gehören, weil ich verliere gerade zeitweise sehr oft. Naja. Noch 3 übrige Runden. Wer gewinnt wohl das Game? Aufgepasst, es sind noch 3 Runden zu spielen. Da lohnt sich doch ein Blick auf die aktuelle Platzierung. Uhu ist auf erstem Platz. Shy Guy folgt auf Platz 2. Mario gehört 3. Und Goomba auf dem letzten. Wer wird wohl gewinnen? Hören wir uns die Meinung eines Gastexperten an. Hier ist er. Darf ich mal Pause bitten? Lupa. Er scheint zu sagen, Mario könnte durchaus gewinnen. Glückszahlwürfel. Kann es keine Röhre sein? So. Wir nähern uns unserem Spielende. Kommt doch noch besser. Auf blauen Feldern gibt es ab sofort 6 Münzen. Auf roten verliert man jedoch 6 Münzen ab sofort. Das kann die Partie entscheiden. Was los? Meier Begeisterung bitte. Ich glaube, es fehlt etwas Salz in der Suppe. Aber das lässt sich ändern. Wie viele Pechfelder gibt es überhaupt? 1, gell?
2. Es gibt nur 2 Pechfelder auf der ganzen Map. Ob es dir gefällt oder nicht, die letzten 3 Runden stehen an, also gibt er jetzt alles. Ich will kein Item. Ich muss einfach hoffen, dass ich höher als eine... Ja? So, was will ich denn? Ich hoffe, da ist jetzt nicht schon wieder Piranha drin, ne? Danke. So. Klauen wir uns mal einen Stern. Von dem, der momentan noch 2 hat. So. Jetzt sind wir Platz 1 dadurch. Aber Goomba hat auch noch eine Röhre, richtig? Ja, Goomba hat noch eine Röhre. Setzt er die wohl ein jetzt dann oder nicht? Je nachdem, ob Scheiger jetzt den Stern holt oder nicht. Jetzt kommt er tatsächlich noch auf die andere Insel, wo er sich eine Röhre holen könnte. Und er kann und wird. Aber egal, was er sich kauft, irgendwas wird passieren jetzt auf der Insel dann. Jetzt schafft er's. So, das heißt, der nächste Stern wird von Shagger geklaut. Ah. Okay. Das heißt, bei uns kann schon mal nicht mehr der Stern geklaut werden, aber Münzen noch. Scheige übernimmt Platz 1. Wo gehst du jetzt hin? Bitte nicht auf die Melone oder auf die Insel. Geh auf meine. Den holt sich Scheige. Kannst du nicht mal auf meine Insel kommen? Hier, wer zuerst kommt, mal zuerst. So. Jetzt ist er bei mir. Ja, nimm die Röhre. Danke. Vielleicht kommt jetzt der schlechte Stern mal zu mir rüber. Okay, das war jetzt nicht symmetrisch auf dem Block drauf, auf dem Feld. Pier. So, jetzt kommt halt immer drauf an, wo jetzt dieser Dreckstern landet, ne? Das könnte alles entscheiden. So, jetzt ist er Platz 3 dadurch. Und Buhu letzter. Das heißt, Buhu holt sich bestimmt eine Röhre. Ja, auf meine Insel, danke. Danke, dass du auf meine Insel kommst. Stürzt sie ein? Ja. 5 Münzen verliert er dadurch. Aber ist die Röhre da, ist damit die Brücke komplett im Arsch? Das ganze Game jetzt. Klotzkanonerie. Ah, das. Das Game habe ich ja schon gewonnen. Gut hier. So. So. Noch 2 Kanonenbälle. Ich habe gewonnen. Gut.
Wenn sich da das Dreierteam nicht gut richtig anstellt, dann gewinnt eigentlich immer der Einser. In diesem Game, weil er die fette Kanone hat. So. Noch zwei Runden. Jetzt benutze ich sogar... Ich benutze sogar den goldenen, weil vielleicht schaffe ich nochmal Lakito. So. Fünf. Ich schaffe definitiv Lakito. 14. Vor Shy Guy habe ich den Stern geklaut. Ich nehme ihn, ja. So. Je nachdem, wo jetzt der Stern landet, ne? Wenn er auf der gegnerischen Insel jetzt drüben landet, dann gehe ich darüber. So. Mario übernimmt Platz 1. Sie geht rüber. Das gefällt mir, das gefällt mir. Ja, dann gehe ich rüber. Ich dürfte noch genug Dinger frei haben. Ja. Ich bin eins vom Stern. Schade, hätte ich noch eine Röhre gekriegt, dann wäre es noch übelst gut ausgegangen. Okay, was würfelst du jetzt? Eine 3. Glücksfeld, okay. Du hast 5 Münzen. Okay. Moment, wir sind jetzt vorletzte Runde. Das heißt, nächste Runde kann er sich keine Röhre kaufen. Gott, wir haben schon gewonnen. Je nachdem, was die Bonussterne sind. Und je nachdem, was der Shy Guy jetzt macht für eine Scheiße. Beim Mag... bei wenn er dann... Wie viele Münzen hat er? Wie viele Münzen hat er? Er hat nicht genug. Er darf das nächste Minispiel nicht gewinnen. Oder er kann es gewinnen, es darf halt nur kein Dreier-Minispiel sein. Weil dann hat er nicht genug, um einen Stern zu klauen. Das vorletzte Minispiel. Oh, jetzt muss ich gewinnen. Alter, scheiße. Nur das gewinne ich. Jetzt lasse ich die Gegner gewinnen. So. Okay. Okay. Ja. So. Es ist halt echt nicht leicht, ne? Ich habe jetzt mit Absicht verloren, ne? Das wisst ihr schon. Wenn wir jetzt trotzdem noch gewinnen, ne? Wenn es jetzt einen Bonusstern gibt für Minigames, ne? Dann raste ich aus. So. Es gibt immer noch 2 Münzen. Stimmt, ich hätte nicht verlieren müssen. Ich hätte es auch gewinnen können. Aber ich habe ja noch den Ding hier. Versuchen wir mal so weit zu kommen, wie es möglich ist. So.
Ja, das ist nicht schlecht. Eine 11. Also nimmst du den Stern? Ja, nehme ich. Ich habe jetzt 3 Sterne. So. Es ändert sich nicht an der Reihenfolge. Perfekt. Jetzt dürfen wir uns halt nur nicht die Bonussterne in die Eier kratschen. Und wo auch immer der Stern hinkommt, ne? Jetzt kann uns auch noch die Eier zerquatschen. Vorschallgeil. Moment, vor Buhu. Hinter Scheigei. Da dann die Vorsicht. Holen wir uns noch ein Item. Das wird zwar nichts mehr bringen, aber. Holen wir uns ein Item. Falls es ein. Ereignisfeld Stern gibt. Warum kauft ihr das jetzt noch? Wir sind doch jetzt in der letzten Runde, oder nicht? So. Das ist doch die letzte Runde. Warum kann er sich noch was Sachen kaufen? Okay. Okay. Das kann jetzt echt noch das ganze Game ruinieren. Kannst nicht mehr, weil die Insel darüber kommen wir nicht mehr. Und noch durch die Röhre, richtig? Und wir sind in der letzten Runde, das wird nichts mehr. Es gibt ja noch 3 Münzen. Es kann jeder einen Bonusstern bekommen. Es darf nur nicht Goomba 2 bekommen. Aha, was denn jetzt hat's? Also hatte ich Glück mit dem. Okay, ich hatte Glück mit dem. Lakitu. Als letzter Zug und dann war's das. Naja. Wenn er jetzt was kauft. Wir sind Runde 10. Warum kaufen die alle Röhren? Und was passiert, wenn du schmilzt? Nein. Wenn der jetzt noch einen Stern kriegt, ne? Bro, Game? What the fuck? Jetzt wird's extrem interessant. Wenn wir einen Bonusstern haben, kriegen, dann ist wieder alles in Ordnung. Wenn jetzt aber Goomba einen kriegt, dann ist vorbei. Goomba darf keinen Bonusstern kriegen. Goomba darf keinen Bonusstern kriegen. Ballon hat's. Okay, das ist ja easy. Okay. Vorbei.
Okay. Gut. Alle Runden sind beendet. Dann ist Zeit, das Ergebnis zu verkünden. Mich wundert es halt tatsächlich, warum die sich noch Röhren hätten kaufen können. Sonnenuntergang für das Inselabenteuer. Damit ist auch für mich die Arbeit erledigt. Zeit für eine Runde Schwimmen. Wer hat denn nun gewonnen? Also dann, gehen wir mal durch, wer sich welchen Bonus sichern konnte. Minispiel, du Kacke. Oh, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Oh, wir haben gewonnen. Und welcher ist wohl der zweite Bonus? Krödelbonus. Der kriegt Goomba, richtig? Hätte ich den Bonus ja nicht gekriegt, hätten wir echt verkackt. Ich habe gewonnen. Danke dafür. Diesmal geht der Sieg an Mario. So, jetzt muss ich gucken. Minigames? Pechfelder. Ereignisfelder hätte sowieso. Okay. Ereignisfelder hätte echt auch Goomba gekriegt. Grafik, Ergebnis, beenden. Kriegen wir erstmal 4000. Kamex vertragter Turm ist jetzt in Mario Party verfügbar. Die letzte Party. Und dann ist da noch immer noch dieses Kristallding. Das muss ich noch rausfinden, was es ist. Aber damit würde ich sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge spielen wir, glaube ich, schon die letzte Map. Ciao. Euer Gladius.